Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen jetzt dorthin. Wieder zurück oder in die Stadt. Aber gehen wir als erstes dorthin. Eine ist zum Palast geflüchtet. Dann gehen wir jetzt zum Palast. Der Palast ist doch hier. Warum ist es jetzt wieder weiter weg? Ich bin doch schon da. Ah. Ach so. Sedo! Suche den Übeltäter, wo ist er? Wo? Wo? Sie wirft Leichenteile in den Fluss, um die Krokodile anzulocken. Okay. Aus welchem Grund aber? Also ins Wasser darf ich nicht. Sonst locke ich die Krokodile an. Schön auf den Felsen bleiben. Mist. Sie ist weg. Nur noch das Krokodil ist da. Also gut. Erledigen wir das Mistvieh. Oh, sind ja noch mehr. Oh, ah, Scheiße. Oh. Komm her. Ja. Lass das Boot in Ruhe. Konzentration! Hau bloß ab! Aber nicht so schnell. Okay. Lass mal gucken. Sie hat die Leichenteile ins Wasser geworfen und wurde wahrscheinlich von den Krokodilen am Boot überrascht. Und dann wurde sie ein Opfer der Krokodile. Tja, selber schuld. Mich mit. Und dann gucke ich mal, komme ich hier, wenn ich hier so durchfahre, komme ich dann. Ja, würde ich sogar kommen. Okay, alles klar. Oder durch den Palast. Nein. Wow! Wieder! Vergiss es! Ah, Mist, da ist eine Brücke. Ah! Verdammt! Die haben mir das Boot zerstört! Drecksviecher! Die sind echt aggressiv hier. Wirklich aggressiv. Ich leih mir mal kurz das Pferd. Ciao! Das wird Hugo gar nicht gefallen. Hier mit dem Pferd fremdgehe. Gebt den Weg frei! Was stimmt nicht mit dir? Was stimmt nicht mit euch? Immer hier rumschreien. Gebt den Weg frei. Schrei mich nicht an. Penner. Wo ist das? Das ist doch hier irgendwo. Ah. Da oben. Warum oben? Keine Ahnung. Irgendwo eine Kiste sein. Mist. Wo ist sie? Nochmal. Da unten. Aber hier gibt's keinen Eingang.
ist die Kiste? Da ist ein Eingang. Und wo ist die Kiste? Unter dem Stein? Egal. Jetzt wieder runter ins Wasser. Oh nein. Hä? Na super. Stealth King 47, danke für dein Follow. Willkommen in der Bruderschaft. Es ist immer gut, ein paar neue Assassinen begrüßen zu können. Ich habe die Kiste gleich gefunden. Pate, danke für dein Follow und willkommen in der Bruderschaft. Ah, muss jetzt hier ein bisschen. Hier ist alles eingestürzt. Oh oh. Oh oh! Scheiße, ich habe viel zu lang gebraucht. Ich brauche Luft. Luft! Scheiße. Luft! Scheiße, ich ertrinke. Nein! Mach schon! Schneller, schneller! Oh oh. Ah. Nein! Verdammt! Ich schaff's nicht! Ach, ich schaff's! Oh Gott! Oh. Oh. Junge, das war knapp. Okay, Seno, sag mir, wo ist mein Ziel? Einer der Schurken, die die Krokodile so aggressiv machen. Genau, direkt voraus. Das ist doch schon mal was. Hey, du! Zack! Du verdammter Schurke! Na los, greif mich an! Ah, das war's. Ihr macht keine Krokodile mehr aggressiv. Sehr gut. Quest. Sobeks Kinder werden jetzt friedlicher sein. Hoffen wir es. Gut. Das war das Rätsel Blut im Wasser. Und ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir zur nächsten Quest. Stufe 23, die können wir machen. Wahrscheinlich kein Problem. Was haben wir hier? Stufe 20, okay. Tisch... mit Informationen. Okay. Ja gut, dann. Das Dilemma der Bäckerin. Dann machen wir das. Naja, aber als erstes, mal ganz ehrlich, die Leiche hier ins Wasser legen. So. Ciao. Gut. Ich fahr doch hier nicht mit dem Boot rum und einer Leiche. Wie sieht denn das aus? Als wäre ich ein Mörder. Bewegung! Los! So. Okay, hier kann ich halten. Hab.
ob der Laden geöffnet ist? Festtagsbrote! Frische Festtagsbrote! Brote in allen Größen und Formen! Brot in Form der Doppelkrone! Sehr schön. Ich nehme ein Brot. Ich verfluche Ames den alten Kotfresser. Was? Das... Hallo, mein Freund. Ein Brot für deinen Schatz? Nein, danke. Warum murmelst du einen Fluch vor dich hin? Der Magier sagte mir, ich muss das 200 Mal am Tag tun. Da ich im Schlaf nicht sprechen kann, mache ich es bei der Arbeit. Auch wenn ohne meinen Costa das Backen sehr schwer ist. Was ist mit deinem Costa? Dieses vermaledeite Regime. Er wurde verhaftet, weil er die Gewürzsteuer nicht zahlte. Und jetzt habe ich keinen Zimt mehr. Du brauchst wohl mehr als einen Magier. Das Regime setzt sogar eine Bäckerin so unter Druck. Ihr zu helfen würde ein Zeichen setzen, wenn auch ein kleines. Auf jeden Fall. Also und ihr Brot riecht köstlich. Ist das der Mann, nach dem die Bäckerin sucht? Bestimmt. Wir holen uns aber erstmal auch noch den Aussichtspunkt hier. Wäre keine schlechte Idee, bevor wir den Bäcker befreien. Ah, es wird langsam Morgen. Was ist das? Eine halbfertige Statue, ja? Im Wasser sind aber keine Krokodile. Oder vielleicht doch? Na, gehen wir darüber. Entschuldigung. Ich will nur hier hoch. Ich will nichts von deinen Fischen. Genießen wir ein bisschen Memphis von oben. Okay. Ab ins Wasser. Okay, wir können jetzt noch kurz das Fragezeichen holen und dann retten wir den Bäcker. Gute Idee. Ein Schatz. Mist. Hier ist ein nicht so gutes Territorium und der Schatz ist natürlich in der Mitte. Überall Wachen. Gesehen, hier reinkommen ist nicht gerade einfach mal wieder. Okay. Aber ich schaff das. Diese Zone ist tabu. Diese Zone ist tabu. Was? 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 Scheiße. Ich bring dich um. Darf nicht so viele anlocken. Hier entkommt keiner. Scheiße, die anderen sind gewarnt. Nee, doch nicht. Wir sind abgelenkt. Du hättest nicht herkommen sollen. Okay, ja. Du hast mich. Stirb, mal gucken, wie lange. Aua. Oh. Ah. Dann nochmal. Hey, wer bist du? Da ist niemand. Ah. Ich bring dich um. Aua. Bring dich um. Schneller mit dem Pfeil und Bogen wie du. Aber schnell. Hast du was gehört? Schnell weg. Die anderen waren abgelenkt, haben das nicht mitbekommen. Finde ich gut. So. Der hat nichts. Okay. Ich will eigentlich nur den Schatz haben. Mehr will ich nicht. Durch das Fenster passe ich nicht. Wie schade.
Komm her. Im Gebüsch lauert die Gefahr. Hey. Zack. Und tschüss. Kiste holen. Was ist da drin? Sehr gut. Gut, wir haben, was wir wollen. Hauen wir ab und retten den Bäcker. Da ist er. Gib den Weg frei! Gib den Weg frei! Bist du der Costa? Ja, das bin ich. So, komm her! Teta, die Bäckerin, bat mich, dich zu holen. Meine schöne Teta. Nun sehe ich ihr Gesicht doch noch, bevor ich sterbe. Ich bin schwach vor Hunger und Liebe. Trägst du mich zu Teta? Wenn es sein muss. Und dann nachher steht er wieder. Oh! Die war ja auch ganz schön freizügig. Kannst du laufen? Ich bin sogar zu schwach zum Stehen. Im Ernst? Meine Kraft stammt von der schönen Teta. Weiß sie, dass du so für sie empfindest? Bis jetzt reichte mein Mut nicht aus, um ihr meine Liebe zu gestehen. Zudem bin ich ein gesuchter Mann. Allerdings, du hast deine Steuern nicht gezahlt. Das hat nichts mit Steuern zu tun. Ich werde dir alles erzählen, wenn wir wieder bei Teta sind. Teta, oh Teta, ihr An... Ja, wir sind da. Teta! Du hast meinen Costa dabei.